Schnell ist das leckere Limoncello Tiramisu vorbereitet. Benötigt werden Löffelbiskuits, Mascarpone, Zucker und Puderzucker, Vanillezucker, Zitrone, Schlagsahne, Sahnestandmittel, etwas Wasser und natürlich der Limoncello, den ihr, wenn ihr keinen Alkohol verwenden möchtet, selbstverständlich durch Zitronensaft ersetzen könnt. Zunächst kommt Wasser, Zucker und eine halbe in Scheiben geschnittene Zitrone in einen kleinen Kochtopf und wird auf mittlerer Hitze etwa 4 bis 5 Minuten köcheln gelassen. Anschließend muss der Sirup vollständig auskühlen, bevor die Zitronenschalen heraus und ein Teil, das Limoncello, hineingegeben werden kann. Die Schlagsahne wird mit dem Sahnestandmittel steif geschlagen und kurz auf die Seite gestellt. In eine weitere Rührschüssel kommt Mascarpone, Puderzucker, der restliche Limoncello, Schalenabrieb und Saft einer halben Zitrone sowie der Vanillezucker und das Ganze wird etwa eine Minute cremig gerührt. Anschließend wird die steif geschlagene Sahne in 2 bis 3 Portionen untergehoben. Nun geht's ans Schichten und hier ist es ganz egal, ob das Limoncello Tiramisu auf einer Servierplatte oder in einer Auflaufform geschichtet wird. Gestartet wird mit einer Lage Löffelbiskuits. Diese werden mit dem Zuckersirup getränkt. Anschließend gebe ich die Hälfte der Creme obendrauf. Es folgt die zweite Lage Löffelbiskuits, auch diese werden wieder getränkt und mit der restlichen Creme dekoriert. So, und nun müsst ihr tapfer und verdammt geduldig sein, denn das Tiramisu sollte mindestens 4 Stunden im Kühlschrank durchziehen, bevor es serviert werden kann. Zur Deko verwende ich einfach noch einige Zitronenschalenzesten und einige Esspapierblumen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Tiramisu ihr am liebsten mögt. Mögt ihr lieber das ganz Klassische oder darf es auch mal was ganz anderes sein? Das Rezept zum Nachlesen findet ihr in der Infobox und am Ende des Videos verlinkt.